Schön. Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Etwas hyperaktiv, etwas überdreht, etwas, ja. Ja, ich habe heute ein Thema mit euch, das ich irgendwie schon eine ganze Weile gerade habe, wo ich aber irgendwie nie wusste, wie ich das erklären soll oder wie ich damit anfangen soll. Drum fange ich jetzt einfach mal damit an. Toller Satz, Helena. Ich applaudiere mir selber. In meinem Kopf habe ich gerade Standing Ovation zu diesem Satz. Ach, schön. Gut, es geht um Folgendes. Man wird es mir jetzt gerade nicht anmerken, weil ich gerade total überdreht bin. Ich bin gerade wie ein Aufziehmännchen. Man hat gerade irgendwie an der Schnur gezogen und ich laufe gerade rund. Aber in letzter Zeit beobachte ich ein ganz komisches Phänomen an mir. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt oder ja, was es ist. In letzter Zeit, also ungefähr seit 4, 5 Wochen, ich würde vielleicht sagen, okay, wir könnten auch vielleicht 6 Wochen sagen, vielleicht auch 7. Also ich bin mir noch nicht sicher. Ihr merkt, sagen wir zwischen 8 und 3 Wochen. Habe ich gerade folgendes Problem. Ich bin unfassbar müde. Ich meine, ich bin wirklich dauermüde. Ich meine, ich bin so müde, dass ich im Prinzip in dem Moment, wo ich aufstehe, nachdem ich echt gut geschlafen habe, im Grunde schon wieder ins Bett liegen könnte, weil ich müde bin. Und es ist nicht so eine Erschöpfung, es ist auch nicht so ein Ding von, ich kann nichts machen. Also ich kann Dinge erledigen und alles. Und ja, aber ich bin jetzt irgendwie auch nicht so wirklich. Ich gebe zu, ich bin auch total lustlos. Ich habe irgendwie gar keine Lust auf gar nichts mehr. Also egal, was gerade ist, ich habe gerade einfach nur diesen Gedanken, ach nö. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich heute echt überlege, mal eine Schlaftablette 2, 3 Tage zu nehmen, einfach mal ein bisschen Schlaf nachzuholen, weil ich auch ausschließen möchte, dass es Schlafmangel ist. Ich hatte schon mal, damals hatte ich Eisenmangel, aber im Moment ist mein Eisenhaushalt recht gut, also ist jetzt das auch nicht. Und ich weiß echt nicht mehr weiter. Also ich bin echt richtig verwirrt. Also das Ding ist nur, ich bin müde. Ich bin unfassbar müde. Ich gehe um 4 Uhr ins Bett. Was für mich meine normale Zeit ist, was für andere Leute zum Beispiel 7 Uhr, so 19 Uhr rum ist oder eben ja, um diesen Dreh rum. Und ich gehe dann ins Bett und dann mache ich gar nichts. Also wirklich, ich gehe nur hin und versuche zu schlafen. Und dann noch, also wirklich kann ich auf die Uhr gucken, um 10 Uhr bin ich immer noch wach. Also ich liege dann 6 Stunden wach im Bett rum und komme einfach nicht zum Schlafen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, wenn dann diese 6 Stunden vorbei sind, plötzlich schlafe ich ein. Und dann ich schlafe auch tief und ich schlafe auch fest, aber ich schlafe halt echt extrem schwer gerade ein. Also ich habe gerade richtig dolle Einschlafschwierigkeiten, könnte man so sagen. Meine Mom hat zu mir gesagt, ich wäre von der Sommermüdigkeit in die Wintermüdigkeit in die Frühjahrsmüdigkeit und so langsam überlege ich mir, ob es das denn sein kann, weil es ist echt schräg. Also, ich weiß, also normalerweise ist ja immer so der Winter meine Zeit, wo ich total fit bin, wo ich total energiegeladen bin, wo ich unternehmungslustiger bin, aber irgendwie muss ich sagen, zurzeit geht es mir da diesbezüglich echt nicht gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, ja, ich habe schon sehr viele Sachen probiert. Also ich versuche es mit frischer Luft ins Zimmer lassen, wenn ich überlegt habe, ob die Müdigkeit vielleicht von stickiger Luft kommt oder so, aber tut sie nicht. Ich habe Eisenpräparate genommen, weil ich überlegt habe, ob sie vielleicht vom Eisenmangel kommt, aber ganz ehrlich, bis auf, entschuldigt, dass ich das jetzt so formuliere, aber sehr dunklen Schiss hat es mir bisher gar nichts gebracht in diesem Punkt. Ich versuche es mit trotzdem irgendwie Zeug zu erledigen, aber das Problem ist, also das habe ich jetzt, also am letzten Mittwoch, da war ich für meine Verhältnisse echt aktiv, da war ich glaube ich in 4 Läden drin oder so und das ist für mich echt viel und hab sogar noch bei meinem Papa ein bisschen am Computer was gemacht, also eine Lizenz verlängert und dann bin ich wirklich
fix und alle nach Hause gekommen. Ich war richtig fertig. Ich habe gedacht, jetzt schlafe ich gleich weg. Das war's jetzt. Und dann bin ich ins Bett gelegen und plötzlich war ich wieder wach. Ich war wach, als ob ich, also wirklich, es war richtig, als ob ich fit. Ich war einfach wieder fit und das war, ja, es ist wirklich so, ich weiß echt gerade nicht mehr weiter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet oder was ihr dann gemacht habt. Also ich werde jetzt für mich persönlich auch schon mal probieren, es mit einer Schlaftablette nach dem Motto mal, also ich werde jetzt 3 Tage eine Schlaftablette mal nehmen am Stück, um ein bisschen Schlaf nachzuholen, weil es könnte ja auch sein, dass ich einfach über dem Schlaf drüber bin, weil ich zu wenig geschlafen habe oder irgend sowas. Oder ja, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich möchte es zumindest auch noch ausschließen. Und ja. Also einschlafen kann ich noch. Ich kann auch durchschlafen und ich schlafe auch tief. Aber ich tue mir schwer zu schlafen. Also im Sinne von, ich brauche ewig lange, bis ich eingeschlafen bin. Und ich weiß echt nicht, wie ich das. Also ich weiß nicht, wie ich das noch anders erklären soll. Also ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich Momente habe, in denen liege ich wirklich gefühlt nur noch rum. Ich liege gerade nur rum und bin, um es nochmal nett zu formulieren, nichts mehr als ein Pudding, der auf den Boden geflogen ist. Ich sehe aus wie Platsche. Und dann das nächste, und dann ein paar Minuten später verbringe ich Zeit mit Leo oder ich sitze einfach nur vor einem Film und plötzlich bin ich wieder total aktiv und habe so einen totalen Energieschub und dann wieder blum, schon weg. Was ich oft mache, wenn ich so total energielos bin, was bei mir oft hilft, ist, ich trinke ein Glas Milch. Ich weiß auch nicht warum, aber so ein Glas kaltes Milch macht mich immer etwas munterer. Und auch als ich das jetzt heute gemacht habe, muss ich sagen, habe ich mich dann für ein paar Minuten besser gefühlt, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Ich habe auch zurzeit immer mal wieder Kopfschmerzen. Also ich bin mir noch nicht sicher, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Es könnte auch eine gewisse Form von Überlastung sein, weil ich gefühlt die letzten Wochen haben sich viele Dinge in meinem Leben getan, die so um mich rum. Und mein Vater war für 5 Wochen in der Kur. Der war also die letzten 5 Wochen nicht da. Habt ihr nicht mitgekriegt? Habe ich nämlich nicht erwähnt. Das ist jetzt auch so die Kunst der Helena Arpung. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Also Nachtrag, mein Vater ist für 5 Wochen vom Ende Januar bis Ende Februar war er weg. Ja, gut, hätten wir das jetzt auch nochmal nachgetragen. Ups. Ja, was kann ich noch sagen? Ich esse gesund. Sprach das Mädchen, das gestern fettes McDonald's-Food hatte und heute nur ein paar Nutella-Brote. Aber ich versuche es zumindest. Ja. Ich weiß aber nicht, was ich sonst noch essen sollte, was irgendwie Energie gibt. Okay, ich könnte es noch mit Nudeln versuchen, aber die geben jetzt auch nicht so viel mehr Energie her, dass ich jetzt, ja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht verpeilt. Ich lasse diesen Satz jetzt kurz nachwirken. Also ich bin nicht verpeilter als sonst, sagen wir es mal so. Ich kann auch gut denken und muss sagen, ich bin auch nicht irgendwie so, ich habe auch nicht irgendwie so diese Anzeichen von einem Overload. Ja, aber ich komme einfach nicht dahinter, was es gerade ist. Und ja, jetzt frage ich einfach mal ganz offen und ehrlich an euch gerichtet, kennt das jemand? Also meine Mom hat mir erzählt, dass gerade viele Leute müde sind und dass es vielleicht auch an der Luft liegen könnte und an den Wetterwechseln und so weiter. Aber ich wollte jetzt einfach mal fragen, von Asperger zu Asperger, wisst ihr, ob das vielleicht irgendwas ist, was wirklich nur mit dem Wetterwechsel zu tun hat? Kennt ihr das und habt das auch? Oder ist es was, wo ich mir tatsächlich mal vielleicht, wo ich dann wie ein Hühnchen durch die Gegend rennen sollte und meiner Mutter schreien, mit nicht? Sagt mir gerne Bescheid. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.treatmyoutlook.com. Ja, ich werde jetzt mal noch ein bisschen was an meinem
an meinem PC machen und meine Hasen kraulen und dann versuche ich es doch nochmal mit dem ins Bett gehen und nehme mal diese Schlaftabletten. Ich schreibe euch auf jeden Fall auf Twitter, wie es war, oder auf Facebook. Und vielleicht schreibe ich euch auch gar nicht und erzähle es euch einfach im nächsten Video. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einem kleinen Update. Ich hoffe, dass euch mein Video nicht allzu sehr runtergezogen hat. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!